Obwohl es immer noch keine Stellungnahme Nordkoreas gibt, hat der chinesische Botschafter die beteiligten Länder zu Verhandlungen aufgerufen. Dazu nun eine aktuelle Stellungnahme von Admiral Otomo, dem Oberbefehlshaber der japanischen... Trotz aller Zusicherungen des Botschafters hat sich an der Lage nichts geändert. Japans Bevölkerung erleidet immer noch Schmach und Erniedrigung. Wir erwarten voller Zuversicht die Ankunft der Unterhändler. Hey, hab gehört, Sie verlassen uns. Geht's wieder nach Panama? Tut mir leid, dass wir so schnell abhauen. Wir müssen uns dann noch um ein paar Sachen kümmern, bevor wir wieder hierher zurückkommen können. Tja, dann seht zu, dass ihr zum 4. Juli wieder zurück seid. Dann zeige ich euch mal, wie man richtig feiert. Das werde ich mir garantiert nicht entgehen lassen. Fischer, Lasserre hat seine Waffen von jemandem erhalten, der den Kauf zur Tarnung über eine panamaische Bank abgewickelt hat. Ich würde gerne einen Blick in ihre Bücher werfen. Unglücklicherweise ist das nicht so einfach. Diese Operation darf nicht wie eine Aktion des US-Geheimdienstes aussehen. Daher musst du, um die ganze Geschichte zu verschleiern, den Tresorraum der Bank aufbrechen und einige Inhaberobligationen mitgehen lassen, die Eigentum der französischen Regierung sind. Ich bin letzte Nacht in die Computer der Bank eingedrungen. Leider habe ich nicht viel herausfinden können. Alle Arbeitsplätze sind mit Wechselrahmen ausgerüstet. Ich vermute, dass die Daten jede Nacht physisch gesichert werden. Es ist schon eine verrückte Welt, in der man größere Angst vor Hackern als vor Einbrechern hat. Naja, wie dem auch sei, sie bewahren die Festplatten vermutlich im Haupttresor auf. Wir werden wahrscheinlich nicht so leicht an sie herankommen. Zuerst die gute Nachricht. Du warst schon einmal in dieser Bank. Du gehörtest damals zu einer Einsatzgruppe der CIA, die 1989 dort reinging, um nach einem Teil von Noriegas Drogengeldern zu suchen. Ein Großteil der Informationen, die wir über die Bank haben, stammen von deinem damaligen Team. Die schlechte Nachricht bei der ganzen Sache, die Bank ist gut gesichert. Laser, Bewegungsmelder, verschlossene Türen, Kameras, das ganze Programm. Nichts dabei, das es bereits 89 schon gab. Wir haben außerdem einen, nun ja, Spezialisten kontaktiert, der dir beim Öffnen des Tresors helfen wird. Du solltest dich mit dem Knaben unterhalten. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind oder warum ich Ihnen helfe. Außer, dass das immer noch besser ist, als an die Decke meiner Zelle zu starren. Ich hörte, dass Sie es mit einem Mason Wells 88 zu tun bekommen werden. Nun, das ist kein Job für einen einzelnen Mann. Aber man sagt mir, dass Sie die Arbeit von 5 Männern erledigen können. Schön, sage ich. Ihr Freund Willy hat auf meine Anordnung hin in einem Schließfach ein paar nützliche Gegenstände für Sie hinterlegt. Das Schließfach befindet sich im kleinen Tresorraum. Wir bleiben auf unserem Kurs in Richtung Gelbes Meer und schicken Sie mit dem Helikopter nach Panama-Stadt. Innerhalb des panamaischen Hoheitsgebietes besitzen wir keinerlei Handlungsbefugnisse. Sie werden also verdeckt von unserem Botschaftsgelände aus agieren müssen. Sie und Ihr Partner werden in Panama auf sich allein gestellt sein. Achso, das war's schon. Also ein ganz normaler Banküberfall. Wedding natürlich. Und los. Hey, Emilio! Hast du diese neuen Bewegungsmelder schon gesehen? Nein, was machen die? Wenn sie eine Bewegung wahrnehmen, geht das Licht an. Wow, das ist fantastisch. Wie Magie. Jo, ey. Aha. Ja, du hast vermutlich recht. Das könnte ich mir niemals leisten. Ich mir auch nicht. Was haben wir nämlich auch nicht zu Hause. Okay, Pistole auswählen. Und die Ziele. Fischer, ich habe gerade dein Opset mit den Informationen über die Bank gefüttert, die du und dein Team 1989 gesammelt haben. Ah, all die Erinnerungen. Ja. Deinem Bericht nach zu urteilen, scheint es ein ganz netter Urlaubsausflug gewesen zu sein. Pass auch. Den Rest des Jahres habe ich überwiegend in einem Straßengraben irgendwo zwischen Bagdad und Kuwait geschlafen. Oh, nun, falls es dich irgendwie trösten sollte, ich hatte 89 auch ein schlechtes Jahr. Was? Du hast doch während des Golfkrieges gar nicht für die Regierung gearbeitet. Nein,
aber ich war in der 10. Klasse. Oh, stimmt ja. Boah. So. Daten? Nee. Notizen an den Lampengarten zum Bewegungsmelder. Okay, go. Da hinten geht's weiter. Nochmal auf die Karte gucken. Das ist der Tresor, das ist klar. Da oben müssen wir auch hin. Falls es angeht. Ah, oh, ja. Kann man ja vielleicht auch durchschlüpfen irgendwo? Nee, Alarm. Ziemlich dunkel. Okay. So funktioniert Hightech. Tada. Und da geht die Leiter nach oben. Das ist eine Lampe. Oder? Eine Kamera. Ich sehe sie nicht. Naja. Wirkete. Fischer, ich habe hier einen Arbeitsauftrag vorliegen, den die Bank bei ihrer Versicherungsgesellschaft eingereicht hat. Darin steht, dass die Kuppelfenster über der Lobby magnetisch verschlossen sind. Suche hier oben nach einem Trennschalter oder einem Verteilerkasten, mit dem sich die Schlösser deaktivieren lassen. Gut. Ja, klar. Schon gefunden. Ganz schön glatt hier. Schön glatt hier, aber nicht nass. Klang das jetzt logisch? Zack, ah, knacken, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Ich will kein Schloss, was ich nicht aufkriege. Gute Arbeit, Sam. Die Magnetschlösser an den Fenstern sind deaktiviert. Hey, warte.
Eine Spannungsspitze. Die Lobby. Sieht so aus, als sei gerade ein Lasernetz aktiviert worden. Laser? Laser sind doch sowas von... 90er Jahre? Ich wollte gerade 70er sagen. Kannst du bitte damit aufhören, mir das Gefühl zu geben, dass ich alt bin? Hm, ich habe schlechte Nachrichten für dich, Sam. Du bist alt. Seien wir uns professionell hier ab. Fischer, hier ist unser Berater für Fachfragen. Er wird mit dir die einzelnen Schritte durchgehen, die zum Öffnen des Tresorraums nötig sind. Habe ein wenig Geduld mit ihm. Oh, wer ist einer von diesen? Richtig. Hallo? Ist dieses Ding überhaupt an? Es ist an. Ich bin hier. Wurden Sie über alles informiert? Wen interessiert? Hören Sie zu. Das ist ein Mason Wells 88. Jeder von Ihnen ist einzigartig. Wenn Sie diesem Baby unter den Rock schauen wollen, als erstes müssen Sie die Autorisierung für das Öffnen des Tresors erlangen. Und wie mache ich das? Der Bankdirektor und der Schatzmeister werden jeder ein Autorisierungsschloss in ihrem Büro haben. Ein weiteres wird sich im Sicherheitsbüro befinden. Sie müssen alle drei deaktivieren. Okay. Moment, was stand da gerade nochmal? Also stellen Sie verletzten Notizen. Die Lobby und der obere Korridor sind mit Lasersensoren gesehen an den Lampen. Irgendwas mit EEV war da gerade. Können von hier gehackt werden. Das ist auch. Haben die... Das ist gar nicht genau, was das ist. Mann! Verstanden. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Psst, leise. Ich bin nur hier, um diesen Laden auszurauben. Die Kassenschalter. In jedem bleiben über Nacht 1000 Balboas. Das Kleingeld interessiert mich nicht. Sie werden den Haupttresor niemals aufbrechen. Den bekommt niemand auf. Dann hast du hoffentlich nichts dagegen, wenn ich mein Glück trotzdem versuche. Nein, natürlich. Sie sind der Boss. Was immer Sie sagen. Wie kannst du mir bei der Sache helfen? Der Retina-Scanner. Ich kann ihn aktivieren. Das ist sehr freundlich von dir. Leih mir mal dein Gesicht. Identifikation wird gestartet. Retina-Abdruck akzeptiert. Das Gold ist schwer. Sie werden nicht viel tragen können.
Da. Wer liegt da gut?